ist ein Song, den schrieb ich auf der A3 zwischen Würzburg und Nürnberg, 1972. Heute würde man sagen, hey, du bist ein Nationalist. Nein, ich bin ein deutscher Junge. Darum schrieb ich dieses Lied. Ich fuhr auf der A3 in meinem BMW damals und hatte gerade einen Hit. Der Song, den ich da schrieb, dies ist mein Land, wo meine Wiege stand. Dies ist mein Land, wo ich die ersten Freunde fand. Hier nahm ich meine Mutter an ihre Hand. Dies ist mein Land. Dies ist mein Land, wo ich zur Schule ging. Dies ist mein Land, wo ich noch glücklich war als Kind und wo die Welt für mich noch ganz in Ordnung war. Dies ist mein Land. Dann riss ich aus, weil mir die Welt viel wichtiger war. Was fremd ist, ist doch gut, hab ich gedacht. Ich sah die Häuser schluchten, wo kein Baum mehr blüht und totes Land von Hitze ausgeglüht. Und überall hielt ich's nicht lange aus. Ich wollte weg, weg, zurück, zurück nach Haus. Dies ist mein Land, wo ich hingehör. Dies ist mein Land, auf das ich tausend Eide schwör, für das ich da sein will und da sein kann. Dies ist mein Land. Deutschland. Schöner Satz. So alt schon, ne? Der Satz. Weil 40 Jahre. Ja, über 40 Jahre. Erstmal, wie geht's dir und wie sieht was machst du aktuell, deine aktuellen Projekte? Ja, wie geht's mir? Mir geht's natürlich erst ab Mittag gut. Ab Vormittag sterbe ich. Ich bin eigentlich am Sterben. Ich habe den Eindruck, dass ich in einem Sterbevorgang bin. Durch diese Infektion, die ich gekriegt habe im Dschungelcamp. Ja, ich habe mir da die Galle und so weiter, die Innereien, die Benzinpumpe von mir sozusagen ist im Eimer. Ich bin operiert worden. Es hört sich zwar schrecklich an, aber das ist nun mal der normale Zerfall, den ich sonst nicht mitgekriegt hätte. Insofern ist der Dschungel sogar für mich ein Mahnzeichen gewesen. Streng dich an, Junge, und halt dich wacker. Kein Alkohol, keine Zigaretten. Viel, viel Sport. Wenig Gewicht, ja, also viel abnehmen und so weiter. Das hält, ab 12 Uhr geht es langsam aufwärts, wo andere Arbeiter schon von 6, 7 schon mal hoch haben. Insofern führe ich eigentlich auch wieder ein göttliches Leben. Ne? Aber ich habe immer eine Menge vor. Ich habe auf meiner To-Do-Liste noch so viel draufstehen, was ich noch erreichen will. Ich mache eine neue CD. Ich schreibe ein neues Buch über die Wohnzimmertour. Es wird sogar verfilmt, das Ding. Und ja. Und dann mache ich Songs für andere noch. Ne, für Helene Fischer habe ich jetzt einen Song geschrieben, für Costa Cordalis, so Freunde von mir. Und ja, ich bin fleißig nach dem Motto, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und da haben wir es mit dem Laster. mein Laster ist mein Laster. Ja, meine Liebe gehört natürlich den Fernfahrern, ist ganz klar. Das liegt daran, weil ich als Student praktisch Nachtwächter war auf einem Speditionshof in Hannover und habe festgestellt, was ist das eigentlich für ein harter Job. Ne? Und auch hier im Hafen sehe ich das, wenn die ganzen Schiffe kommen mit Containern aus China oder Südamerika, ist ja Wahnsinn, wie schnell die alle ausgeladen sind und auf den Straßen sind. Aber auch ich meine auch die Binnenschifffahrt, die ganzen Schiffe, die hier repariert werden, große Lastkähne, unglaublich, was da alles so reinpasst. Ich liebe dieses Milieu. Ich liebe den Schweißgeruch und das Schweißen, die Schweißgeräusche, Elektro- und Autogenschweißen. Und ich mag die Arbeiter, die klaglos arbeiten. Das ist der Inhalt meines Lebens. Ich singe für diese Leute. Das passt gut, denn bei Wiese ist das erste Trucker-Treffen. Und es haben sich sehr viele angemeldet, um auch dich zu sehen. Was werden sie hören? Naja, das beste Lied ist eigentlich 30 Tonner Diesel, nicht? Das ich damals geschrieben habe, 1972 übrigens in Gambia. Ne? Da war ich jetzt in Afrika, da war ich nämlich zu der Zeit Discjockey in einem Aldianer Freizeitcamp und ausgerechnet am Strand von Gambia, man soll es ja nicht glauben, ist mit der Song eingefangen. Da werden 30 Tonner Diesel und ist die meiste Zeit auf Tour. Er gibt dabei sein Bestes, Tag für Tag rund um die Uhr.
Heute fährt sein Jahr und Tag schon im Hamburg, Lissabon. Jeden Flachplatz, jede Fasthaus, jeden Tankwart kennt er schon. Er ist ein Kerl, ein ganzer Mann. Sein Zuhause, das ist die Autobahn. Das ist die Autobahn. Jetzt kommt der wichtigste Teil, ist bei meinen Songs immer der Mittelteil. Da ist die Erklärung. Und liegt er nachts in seiner Koje, dann fühlt er sich verdammt allein. Und dann wälzt er sich von rechts nach links und schläft vor Einsamkeit nicht ein. Und dann hasst er plötzlich seinen Diesel und das Geräusch dort unterm Blech. Und dann reißt er sich zusammen und gibt Gas und fährt seinen Weg. Er fährt 30 Dollar Diesel und so weiter 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 und so weiter. Heute noch ein guter Song und vor allen Dingen die Situation der Fernfahrer hat sich nicht verbessert. Sie hat sich eher noch verschlechtert. Am 11. Juni hast du Geburtstag. Man sollte es nicht glauben, dass ich fast 75 Jahre alt bin, dass ich immer noch mit dem Arsch wackeln kann und dass ich ausgerechnet am 11. Juli dahin gehe, wo ich mal herkomme. Das ist auch unglaublich, ich mache das nämlich nicht gerne, dahin gehen, wo ich mal herkomme. Aber diesmal ist es, mache ich eine Ausnahme und ist auch für mich eine große Freude, bei euch zu sein, bei Wiese, ne? Ist das so? Wiese-Fahrzeugbau. Bei Wiese-Fahrzeugbau und da werde ich auch einige Schweißer nebenbei wohl kennenlernen und Konstrukteure und natürlich auch Tracker und freue mich drauf. Ich bin voll Stoff dabei, okay? Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I'm thinking I'm gonna die. Bye bye my love, goodbye. Mein Name ist Gunter Gabriel.